Seit vergangenem November gelten auf 8 Straßenabschnitten in Berlin Fahrverbote für Dieselautos und Lastwagen. Das ist eingerichtet worden wegen der erhöhten Stickstoffoxidwerte. Und obwohl es nur 2,9 Kilometer insgesamt in der Stadt ist oder sind, herrscht Riesenaufregung gerade über diese Streckenabschnitte, dass die nicht mehr befahren werden. Und Kritiker sagen zum Beispiel, selbst wenn man die sperrt, dann fahren die Autofahrer eben woanders lang und verpesten da die Luft. Und wir wollen Ihnen noch mal zeigen, wie das Ganze geregelt ist. Wieder ein Film von Silvia Wassermann. Für die AfD sind das Dieselfahrverbot und Tempo 30 Ausdruck von Autohass. Für den Senat eine Möglichkeit, die Gesundheit vieler Menschen zu schützen. Denn Stickstoffdioxid schädigt die Atemwege und begünstigt zahlreiche Atemwegs-, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daran seien aber nicht die Autos schuld, so die AfD. Corona-bedingt ist der Verkehr in der Stadt zurückgegangen. Laut AfD würden die Messergebnisse zeigen, dass der Individualverkehr keinen Einfluss auf die Stickstoffdioxidbelastung habe. Daher fordert die AfD, Dieselfahrverbote und Tempo-30-Zonen aufzuheben. Neueste Forschungen des Earth Observation Center kommen zu einem anderen Ergebnis. Sie können einen Zusammenhang zwischen Lockdown und sinkenden Stickoxidemissionen feststellen. Auch Satellitenmessungen belegen einen deutlichen Rückgang der Stickstoffdioxidbelastung in Deutschland. Eine langfristige Auswertung der Daten steht aber noch aus. So, und wir wollen darüber reden mit Daniel Buchholz von der SPD und Frank-Christian Hansel von der AfD. Wieder mit gehörig Abstand und seien Sie versichert, ist alles frisch desinfiziert. Sie dürfen die Mikrofone anfassen. Wunderbar. Die Frage an Sie, Herr Hansel, Sie wollen ja die Fahrverbote aufheben, aber es gibt ja Studien, ich habe mich da noch mal schlau gemacht, in 3000 amerikanischen Landkreisen, dass es schon einen Zusammenhang gibt mit dem tödlichen Verlauf von Covid-19 und starker Luftverschmutzung. Nehmen Sie da in Kauf, dass wenn Sie jetzt die Fahrverbote aufheben, dass wir dann mehr Tote in der Stadt haben? Selbstverständlich nicht. Wir haben uns natürlich auch die Zahlen angeguckt und wir haben 2 Befunde. Der erste Befund ist ja, wenn weniger Autoverkehr ist, jetzt wie zu Corona-Zeiten, ist es im Durchschnitt so, dass die Messwerte für Stickoxide und auch für Feinstaub fallen. Das ist richtig. Darum hat die Senatorin heute auch angekündigt, dass sie die Maßnahmen wie Tempo 30 und Dieselfahrverbot aussetzt, wenn sich diese Tendenz weiter fortführt. Der zweite Befund ist aber, dass es zu Tages- und Stunden-Einzelmesswerten der Fall ist, dass wir gesehen haben, und die Sachen kann man in der Senatsverwaltung nachlesen an den Werten objektiv, dass es im April zum Beispiel Werte gegeben hat zu einem aktuellen Tag, nehmen wir Montag, 17 Uhr, gleiche Zeit in der nächsten Woche, dass die 5-mal höher waren als im Februar, ohne Corona-Zeiten. Das heißt, diesen linearen Zusammenhang zwischen Luftqualität und Autoverkehr, der ist so nicht herstellbar. Im Durchschnitt ist es richtig, aber tagesaktuell und stundenaktuell gibt es da ganz klare Messwerte, die davon abweichen und diesen Zusammenhang eben tatsächlich eine Skepsis werden lassen. Wenn Sie diese Argumentation hören, sagen Sie jetzt, dann können wir wohlgemut die Fahrverbote wieder aufheben? Nein, ich bin auch sehr überrascht. Das, was Herr Hansel und die AfD jetzt hier gerade im Fernsehen sagen, ist nicht das, was in Ihrem Antrag steht, Herr Hansel. Da steht drin, jede Tempo-30-Maßnahme, jedes Verbot von Dieselstinkern hat gar keine Wirkung. Ihre Überschrift Ihres Antrages lautet, keine Wirkung, ohne Wirkung. Und das wird dann noch schön auseinandergenommen. Im Antrag beziehen Sie sich auf die Stadt Stuttgart. Da ist es jetzt nicht so ein ganz großes Geheimnis. Stuttgart liegt in einem Kessel, in einem Tal. Und da kann man mit Wetterdaten und Luftemissionen und Schadstoffen kann man gleich vergessen. Ist einfach eine absolute Spezialsituation. Fakt ist, und das ist wirklich ein Fakt, in Berlin, dadurch, dass wir jetzt so wenig Verkehr hatten in den letzten Wochen, ist ungefähr beim Stickoxiden die Luftbelastung um ein Viertel runtergegangen. Das ist auch Durchschnitt. Im Durchschnitt, genau. Das freut mich, dass Sie das jetzt sagen. Herr Hansel, in Ihrem Antrag steht was anderes. Kann man alle bitten, sich das zu Hause nochmal anzuschauen. Steht in der Überschrift schon alles ohne Wirkung. So, Sie sagen jetzt hier schon was anderes. Also ein Teil der Fake News nehmen Sie schon zurück. Das freut mich ja. So, Fakt ist, es geht darum, wir sind hier auf dem Weg bei einer Verkehrswende. Wir haben Gerichtsurteile, die uns sagen, wir müssen reagieren auf überhöhte Schadstoffwerte, Stickoxide. Früher war es mal mehr der Feinstaub, darum haben wir die Umweltzone mal eingerichtet. Und es ist so, es gibt im Schnitt nämlich tatsächlich eine Wirkung, genauso wie Sie jetzt sagen. Und deswegen heißt es auch, wir können das nicht einfach beenden und das werden wir auch nicht tun. Sondern dann, wenn es geboten ist, wenn wir insgesamt ohne Corona unter den Durchschnittswerten sind, dann werden wir es auch wieder aufheben. Sollte man nicht vielleicht, Herr Hansel, einfach mal noch ein bisschen warten? Weil Sie haben ja auch gerade von Durchschnittswerten gesprochen. Die Verwaltung sagt, wir haben noch gar nicht den Überblick. Wir brauchen einfach noch ein paar Monate, um wirklich einschätzen zu können, ob wir diese Fahrverbote aufheben können oder nicht.
Aber das Schöne ist ja, dass Senatorin Günther heute schon angekündigt hat auf Nachfrage, dass sie bereit ist, das zu tun, wenn sie sieht, dass es eben diesen kausalen Diskurs so zwingend nicht gibt. Und wir haben eben die Zahlen, und das sind keine Stuttgarter Zahlen, sondern Berliner Zahlen, dass es eben tatsächlich bezogen auf bestimmte Uhrzeiten und Stundenzeiten andere Messwerte gab im April als im Februar. Und das kann man vergleichen. Und insofern gibt es diesen Zusammenhang zwingend ideologisch so nicht, wie Sie es darstellen, Herr Buchholz. Gut, da wären wir uns jetzt nicht einig, das können wir jetzt auch nicht lösen. Wir müssen einfach mal warten, wie die Werte sich entwickeln und welche Entscheidungen dann getroffen werden. Aber eine andere Frage dazu. Viele Menschen scheuen sich ja wegen der Corona-Zeiten in Bussen und Bahnen zu fahren. Es ist zu erwarten, oder Experten gehen auch davon aus, dass viel mehr Leute wieder das Auto nutzen werden, weil nicht alle können Fahrrad fahren. Kippt dann nicht Ihre ganze Verkehrswende? Na, wir hoffen nicht. Also deswegen haben wir genau auch der Senat gesagt, es gibt eine Maskenpflicht nicht bloß im Einzelhandel, sondern eben auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich persönlich habe kein Auto. Ich mache alle Fahrten mit Bussen und Bahnen in Berlin. Ich trage meine Maske. Zur Not spreche ich auch mal andere an, wenn sie es nicht tun. Also ich bin übrigens auch dafür, ich plädiere dafür, dass wir das richtig verbindlich machen, auch mit einem Bußgeld versehen, weil es geht ja um die Gesundheit von allen, die gerade in dem U-Bahn-Wagen sitzen oder in dem Bus sitzen und nicht bloß um den oder diejenige, der jetzt keine Maske trägt. Es geht dabei um die Gesundheit von allen. Deswegen sollten wir das auch sehr konsequent durchsetzen. Ich glaube, wir sehen im Augenblick, dass wir mit den Maßnahmen, die wir an verschiedenen Stellen da machen, auf dem richtigen Weg sind. Insgesamt sind die Corona-Zahlen in Berlin rückläufig. Ich hoffe, das bleibt so. Wir haben gesehen, am Wochenende haben sich nicht alle dran gehalten, was so die Nähe angeht. Ich habe viele Jugendgruppen am Wasser gesehen, alle haben das warme Wetter genutzt. Da dürfen wir jetzt nicht übertreiben, sondern wir müssen noch durchhalten. Nun treibt ja der Senat auch den Ausbau der Radwege voran. Das heißt also, die Autofahrer müssen jetzt viel mehr Rücksicht nehmen, sie haben auch viel weniger Platz auf der Straße. Das ist doch schon der Einstieg in die Verkehrswende. Die können Sie doch gar nicht mehr zurückholen. Ach, das weiß ich, Frau Knieling. Ich finde es auch gut, dass Sie es ansprechen, dass im Moment tatsächlich doch auch trotzdem Autoverkehr stattfindet, nämlich vermehrt. Ich bin ja selber jetzt gezwungen, U-Bahn zu fahren, weil mir die Antifa das Auto abgefackelt hat. Ich mache das auch und sehe, dass die U-Bahn relativ leer ist. Natürlich mache ich Maskenschutz, aber ich nehme schon zur Kenntnis, dass die Leute dann doch lieber im Auto fahren als im Massenverkehrsmittel U-Bahn. Und ich glaube, mit dieser Verkehrswende, die ideologisch begründet ist, im wesentlichen Teil, natürlich müssen wir den Autoverkehr in der Tendenz möglicherweise anders organisieren. Aber so wie ideologisch, wie das die Grünen machen, halten wir das eben für falsch und auch zu einseitig. Und ich merke auch, dass Radfahrer oftmals, nicht alle, aber oftmals auch sehr rücksichtslos sind gegenüber Fußgängern. Das Thema haben wir immer wieder in den Ausschüssen und auch im Parlament. So einfach können Sie es einfach nicht machen. Aber können Sie mal erklären, was Sie unter Umorganisieren des Verkehrs meinen? Wenn Sie sagen, tendenziell wird es weniger Autoverkehr geben? Ja, es muss ja nicht sein, dass jeder, ich merke jetzt auch, dass ich Carsharing mache, ja, dass ich ein anderes Auto nehme, was mir nicht gehört, weil ich im Moment keins habe. Da gibt es sicher Modelle und das ist ja auch, kommt ja zunehmend in Mode. Da wird sich einiges anders organisieren, da bin ich ganz sicher. Aber sozusagen diesen, wir sagen ja dazu auch Autohass, ja, der ideologisch begründet ist, den lehnen wir ab. Wir haben ja heute gelernt, es ist ja auf einer Straße, jetzt ist mir entfallen, wo das war, ich glaube am Kottbusser Damm, eine Fahrradstreifen eingerichtet worden und jetzt kann die BVG nicht mal mehr die Haltestelle anfahren. Also da wird doch irgendwie alles von den Füßen auf den Kopf gestellt, wenn man da so rabiat vorgeht, dass man sogar die BVG ausbremst. Da bin ich bei Ihnen, Frau Knieling. Da geht es um die Kannstraße. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Da habe ich auch das Gefühl, dass zuerst die Markierung aufgemalt wurde, dann wurde erst mit der BVG gesprochen. Das geht so nicht. In den anderen Bezirken ist das eigentlich bisher ganz gut verlaufen. Wir haben diese sogenannten Pop-up-Fahrradstreifen, diese Pop-up-Spülstraßen. Es wird momentan enger. Wir müssen auch gucken, auch das hat die Senatorin heute gesagt, wo wir eben sehen, der Platz reicht nicht und da müssen wir mehr anders nutzen. Aber Herr Hansel, Sie haben eben ein grundsätzliches Problem damit, dass wir tatsächlich eine Verkehrswende in dieser Stadt gestalten müssen. Sie ist Teil der Klimawende und es das heißt auch, Berlin wächst. Es kann nicht sein, dass alle, die jetzt noch dazukommen, nochmal alle zwei Autos jeder Haushalt mitbringen. Dann werden wir hier im Chaos enden und in ganz schlechter Luft. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen moderne Mobilität, gut verteilt und dazu gehören alle Verkehrsmittel, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, öffentliche Verkehrsmittel benutzen und das Auto gehört auch dazu. Aber klar ist, der Platz ist endlich und wir müssen, das Auto muss was abgeben. Wir sind in den 70er Jahren waren mal alle für Atomkraftwerke, die Zeit ist vorbei. Da waren auch Autobahnen, das eigentlich Heilsbringer. Das ist vorbei. Das gilt jetzt auch für die innerstädtische Mobilität. Wir brauchen neue Wege. Nochmal eine Nachfrage, Herr Buchholz. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben kein Auto, weil Sie nicht fahren können oder weil Sie Autos einfach hassen? Weder noch. Also ich hatte mal als junger Mann ein Auto ein Jahr lang, habe es nicht viel benutzt und ich sehe, dass ich alle meine
parlamentarischen Termine. Und die gehen von Spandau bis Marzahn, von Reinickendorf bis südliches Tempelhof, alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln absolvieren kann. Ich habe immer eine Fahrerin, einen Fahrer, ich kann lesen, ich kann arbeiten unterwegs. Ich finde das eine super Sache. Und umweltfreundlich ist es auch. Ja, vielen Dank Ihnen beiden für diese lange Gesprächsrunde. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die Sendung ist jetzt beendet. Alle wichtigen Nachrichten kommen nach uns in den RBB-Nachrichtensendungen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns zur nächsten Plenarsitzung wieder. Und die ist am 4. Juni. Vielen Dank und tschüss.